So, willkommen zum Dashboard-Teil. Wie ihr seht, habe ich auch das Gullwing, das Nightrider-Lenkrad dran gemacht. Das geht ganz einfach. Man hat hier einen Magneten drunter, macht die Kappe hier weg und dann kann man das draufsetzen. Ich habe es nicht festgeschraubt, aber das wird dann noch festgeschraubt. Wie gesagt, es kommt zum Fahren dann gleich wieder das Hundelenkrad dran. Das ist Vorschrift. Hier der Night Industries 2000 Schriftzug. Die Switchpods sehen wir hier auch nochmal. Das Dashboard. Und dann hier nochmal die Switchpods. Dann würde ich sagen, schalten wir Kit mal ein. Ich bin der Night Industry 2000. Meine Seriennummer ist Alpha Delta 227529. Ich bin nicht befugt, jemandem Zugang zu meiner zentralen Steuereinheit zu gewähren. Genau, man kann jetzt zwischen den Tasten hier rumschalten. Darf ich fahren? Nano Cruise Pursuit. Machen wir mal hier auf Auto. Darf ich fahren? Dann kommen wir jetzt hier in den Demo-Modus rein. Hier kann man jetzt zum Beispiel die Fahrt simulieren, wenn ein Kit fährt. Dann fährt er hier zum Beispiel jetzt die Drehzahl hoch. Jetzt reicht genau. Es. Und Kit fängt an rumzumeckern. Ab 4.500 Drehungen fängt an rumzumeckern. Da kommen eben dann verschiedene Sounds auf Deutsch alles. Genau, hier sieht man die Geschwindigkeit, die hochfährt. Ab 100 km/h schaltet um auf Pursuit. Auch während der Fahrt kann man alles einstellen. Man sieht jetzt hier im Messecenter, sieht man die ganzen Funktionen vom Armaturenbrett durchlaufen. Genau. Dann gehen wir mal auf den Demo-Modus 2. Das ist von der Folge vom Blitzschlag. Kann man das eben nachstellen lassen. Genau. Das kann man ausschalten, wenn man wieder lang auf Auto bleibt. Wird aber alles bei der Übergabe noch alles ausführlich erklärt, wie alles funktioniert. Demo End, genau. Dann gehen wir mal auf den Normal-Knopf, bleiben da etwas länger drauf. Wenn Sie mal einen Blick auf meine Tankanzeige treffen, sehen Sie, dass ich nicht schief stehen. So, jetzt spielt er 40 Tracks ab. Alle 10 Sekunden fängt dann Kit an zu reden. Sagen Sie nicht. Drin wie draußen. Nicht ein Wort. Gucken wir mal raus. Da hört man es draußen nämlich auch ein bisschen. Finde ich ein bisschen leiser als mit dem. Mit der Einstufung verstärkt, das zeige ich dann nachher noch, wenn ich auf dem Carpet zu sprechen komme. Ich bin der Night Industry 2000. Meine Seriennummer ist Alpha Delta genau. 227529. Ist eben für Ausstellung ganz gut, oder wenn man den Wagen mal geparkt hat, kann man das einschalten. Das zieht auch nicht viel Strom. Von daher ist das natürlich sehr praktisch. Dann gehen wir hier nochmal wieder zurück. Da kann man dann die Zeiten einstellen, wann er eben reden soll. Oder alle 5 Minuten kann man machen zum Beispiel, genau. Wenn man dann länger drauf bleibt auf den Normal-Knopf. Ich bin ganz zufrieden mit Ihnen. Ich auch mit dir, Kit. Dann geht's wieder aus. So, dann kommen wir doch mal zum Dashboard. Wir haben jetzt mal den Motor, schalten wir jetzt mal ein. Dann sieht man auch gleich, wie die Drehzahl hochspringt. Ganz normal. Bei 1000 Umdrehungen jetzt. Er wird gleich runterregulieren. Ja, auf 700 Umdrehungen ist normal. Temperatur ist bei 117 Grad, nichts denken, das ist beim Firebird normal. Man kann es noch nachjustieren, dass er dann wie bei einem normalen Fahrzeug eben auf 100 Grad ist. Aber der Kühler vorne springt ab 122 Grad, sowas fängt da vorne an. Der Ventilator und kühlt dann den Wagen runter. Ich lasse es original so, wie es eben beim Firebird auch ist. Einfach, ja, einfach das einfach vom Fahrzeug weiß. Also wie gesagt, normal sind ja 100 Grad, aber das ist ja völlig normal. Genau, dann gehen wir hier doch mal durch das Menü durch. Ich taste es mal an. Also hier zeigt er den Service an, der wurde ganz frisch gemacht. Dann haben wir hier die Kilometerzahl seit dem Dash-Umbau, ist er 11.000 gefahren. Dann die Temperatur vom Motor, 117 Grad, ist also völlig normal. Wir haben hier die Batteriespannung. Moment, ich muss kurz durchschalten. So, die Uhrzeit. Genau, hier haben wir einen Service. Öldruck sind 62 PSI, Fuel 21%, deswegen meckert er auch rum, wenn er nämlich keine Zündung hat, bekommt er das Signal nicht. Und hier sieht man eben die Tankanzeige, also man kann die Tankanzeige einmal hier ablesen, man kann sie dann auch hier ablesen. Hier ist es natürlich deutlich leichter, weil sie eben dran steht. Genau, die Batteriespannung bei 13,6 jetzt, weil natürlich der Motor an ist. Genau, Temperatur. So, dann kommen wir mal, ich hoffe man sieht es jetzt, weil es doch etwas hell ist. Wenn wir das Licht einschalten, dann dimmt die Elektronik runter.
Man kann auch sagen, wie hell die Elektronik sein soll. Das kann man dann auch noch individualisieren, wenn eben der Wagen von dem Käufer abgeholt wird. Je nachdem, wer den Wagen eben jetzt bekommt. Jetzt hört man auch draußen, wie der Lüfter angesprungen ist. Wir gucken mal jetzt. Müsste man es gleich sehen. Na, umschalten hier. EGT 117, genau. Das müsste dann runterkühlen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt an der Kamera hört. Aber der Lüfter ist angesprungen. Vorne draußen, genau 116, er reguliert runter. Genau, also Temperaturen zwischen 100 und 120 Grad sind völlig normal bei dem Fahrzeug. Das ist völlig normal Pontiac Firebird Standard. So, kommen wir mal hier noch zu einer weiteren Funktion. Hier haben wir eben Dummy-Funktion, größtenteils. Man hat hier jetzt eine Echtzeitanzeige, Fuel Gallons, Meilen per Gallons oder Range Estimates. Das heißt natürlich, wenn ich jetzt hier Gas gebe, geht das natürlich runter, die Reichweite. Man kann die auch als Dummy umschalten, das kann man in der Elektronik wählen. Dann haben wir hier weitere Dummy-Funktionen, also die keine Funktion haben. Hier zeigt es mir aber auch dann eben auch noch die Temperatur vom Motor an, also ein roter Strich ist vollkommen okay, wie gesagt. Dann der Öldruck und das sind alles weitere Dummy-Funktionen. Fuel Flow ist eben auch in Abhängigkeit von der Drehzahl. Man sieht es eben jetzt hier vielleicht ein bisschen, doch man kann es einigermaßen erkennen, wie gesagt. So, genau. Wie gesagt, wenn wir die Lichter einschalten, ich hoffe, man erkennt es jetzt, ja, so müsste man es sehen, schalten sich die Lichter hier aus. Den Rest nimmt er alles runter, bis auf die wichtigen Funktionen. Man kann auch noch sagen, dass das hier alles aus ist. Das kann man alles individualisieren, genau. Dann nichts denken. Er zeigt schon KMH auch an. Es steht eine Meile dran, weil es einfach originalgetreuer ist in der Serie. Wir machen mal hier den Blinker an nach links. Dann blinkt er auch hier nach links. Ich wird eine Animation hier angezeigt. Man sieht es jetzt hier nicht. Er blinkt auch nämlich hier. Wenn es dunkel ist, sieht man es nämlich ganz schön. Genau. Blinker nach rechts. Zeigen wir auch noch kurz. Genau. Und dann machen wir noch kurz den Warnblinker an. Den hat er auch. Da kommt dann eben die Hazard-Meldung. Und dann blinken hier beide hier hoch. Man sieht es jetzt einigermaßen. Genau, also nach links blinkt der Teil hier, nach rechts blinkt der Teil hier. Und wenn beides an ist, beim Hazard, beim Warnblinker, gehen beide an. So, dann machen wir den Motor mal wieder aus. Wir können jetzt auch die Elektronik wieder runterfahren. Jetzt ist die Dash-Elektronik noch auf Standby, deswegen können wir auch kurz die Knöpfe hier drücken. Der Turbo-Boost, der natürlich nicht fehlen darf. Jeder Knopf hat eine Soundfunktion hinterlegt. Hier spricht er kurz auf Englisch, ich gehe nochmal kurz drüber. Die Peng-Taste darf natürlich nie fehlen. Turbo-Boost bitte nicht drücken. Irgendetwas sagt mir, dass du da nicht drauf drücken sollst. So, dann gehen wir hier rüber. Hier kommt die Knight Rider-Musik. Das sind jetzt die Onboard-Sounds, die hört man jetzt natürlich draußen genauso laut wie mit drinnen. Der kommt. Ich bin die Stimme des Mikroprozessors, des Devon ruft an. Oh nein, das hat mir gerade noch gefehlt. Genau, so viel zum Dash und zu den Funktionen.